Und weiter geht's hier beim Desaster in Warhammer 3. Ich muss sagen, ich stelle mich ja richtig blöd an, aber das ist ja gerade der Sinn der Sache. Wir sind immer noch dabei, zumindest für euch, wir sind immer noch dabei, hier im Chaosreich vielleicht mal unsere erste Dämonenseele ja, zu sehen. Von bekommen kann keine Rede sein. Ich habe mich mal schlau gemacht. Hier über meinem Namen seht ihr diese hübsche Leiste. Vielleicht hätte ich das auch mal eher beachten sollen. Diese hübsche Leiste ist der Blutbalken. Der Hüter verlangt ein Blutopfer, bevor er euch an der Messingzitadelle im Kampf begegnet. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit erregen, indem ihr in die Domäne des Blutgottes Schlachten austragt. So, wenn das Ding voll ist, kann ich wohl hier in diese Zitadelle rein und kann mich um die Dämonenseele bemühen. Allerdings ist hier mein Kollege, so wie ich das zumindest sehe, voll. Sprich, er kann mir die Dämonenseele streitig machen. Das heißt, eigentlich müsste ich ihn hier beseitigen, oder? Sehe ich das falsch? Aber seine Armee ist viel größer. 20, was ist viel größer? Ah, schwierig. Schwierig, Freunde. Das können wir noch nicht. Wir werden wohl oder übel eine Runde warten müssen, weil wir jetzt im Moment erstmal nichts weiter machen können. Also ich glaube, die erste Dämonenseele kriegen wir nicht. Und hier zu Hause, beim guten Spritzschimmel, da läuft es auch nicht besser. Der kann da nicht hin, ne? Nein, der kann da nicht hin. Gut, wir müssen eine Runde warten. Ich stelle mich also richtig blöd an. Was will der hier? Wird der Vorschlag, erhaltet ihr diese Zahlung? Wer ist das überhaupt? Wer bist du? Warte mal, das ist Korsen. Einer von den Kornfuzis. Nicht Angriffspakt. Ja, komm, das können wir machen. Korn ist immer gut. Korn nehmen wir mal an. So. Was gibt's denn hier rumzuruckeln? So. Also die erste Dämonenseele wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Aber ich werde mich natürlich trotzdem... Welchem Henker ist das jetzt? Und wo greift er an? Ich bin verwirrt. Ich bin massiv verwirrt. Ragnar. Sag mal, wer ist denn das hier? Chaos-Barbaren. Moment mal, wer greift hier wen an? Darf ich das bitte mal sehen? Man kann auch nicht wegzoomen. Versunkene Kanalisation. Aha, die greifen an. Aber wer zum Henker ist das hier? Das sind doch nicht... Das sind doch hier... Die kämpfen für mich? Oder warum kämpfen die für mich? Okay. Dann kämpfen sie halt für mich. Ist okay. Ehrlich gesagt, würde ich mir das mal genau angucken gerne. Meine Hauptsiedlung wird angegriffen von Usikil Hüter des Lebens. Und wer zum Henker ist das? Das ist nicht meine Armee. Das ist nicht meine Armee. Warum kämpfen die für mich? Ich bin so planlos. Okay, die kämpfen nicht für mich. Die kommen nur als Verstärkung. Naja, ist okay. Dürfte eine Verteidigungsschlacht sein. Würde ich mal behaupten. Die versunkene Kanalisation. Wer sind die Fuzzis? Magie kanalisiert. So, ist natürlich nicht so toll. Aufstellung starten. So, da kommen meine Fuzzis. Was ist das hier für eine merkwürdige... Ich bin massiv verwirrt. Weil... Das hier ist nicht meine Armee. Die kann ich ja nicht steuern. Meine Armee kommt quasi als Verstärkung hinzu. Weil ich was getan habe? Keine Ahnung, wir starten mal das Gefecht. Ich kann ja im Moment nur zusehen. Das ist hier also ein KI-Gefecht gerade. Es greifen fliegende Truppen an, mein Herr. Schießt sie ab, wenn sie euren Truppen nahe kommen. Ist mir doch egal. Das sind ja gar nicht meine Truppen, wie ihr hier seht. Ja? Ich kämpfe ja im Moment gar nicht mit. Ich werde mich doch tunlichst raushalten. Die können das gerne unter sich ausmachen. Wer zum Henker ist das überhaupt? Chaoskrieger. Im Moment eiern sie hin und her. Wann kommt denn die Verstärkung? In 30 Sekunden. Ich werde mich da raushalten. Ich habe da nichts mit zu schaffen. Warum kommen die zu mir? Will gar nicht hier. Ich werde hinter dem werde ich in Deckung gehen. So sieht es nämlich aus. So.
Stimmte gar nicht gerade. Ich habe keine Ahnung, was das hier gibt. Wir werden das gleich sehen. Im Moment steuere ich ja niemanden. Im Moment stehen die sich hier gegenüber und gucken blöd. Moderam, Schuderam. Ne, sie machen beide nichts. Sie gucken beide nur blöd. Ohne Witz, was ist das für ein merkwürdiger Kampf? Soll das so? Muss das so? Ankunft in 17. Also da kommen meine Truppen an, aber meine Truppen sollen da gar nicht ankommen. Ich werde mich hier tunlichst hinter ihn zurückziehen. Feigling, kannst du mal bitte angreifen? So, da kommen sie. Verbündete kommen euch mit Verstärkung zu Hilfe, mein Herr. Vereint euch mit ihnen und umzingelt den Feind. Ich vereine mich mit überhaupt niemand, weil ehrlich gesagt... Kommt die jetzt in meine Richtung? Nein, kommen sie nicht. So, komm mal hier rüber. Wir werden garantiert nicht die Schlacht für dich da austragen, mein Freund. Andererseits greift er nicht an. Was natürlich ein bisschen Essig ist. Was machen die da? Die kommen jetzt in der Tat jetzt hier... Keine Ahnung, was die jetzt da alleine... Okay. Ich bringe erstmal meine Truppen in Sicherheit. Den Rest gucken wir uns dann ganz... Ja, jetzt kommt er nämlich hier. Können wir mal ein bisschen PvP... was heißt PvP? Können wir uns mal ein bisschen angucken, was hier so abgeht. Mal gucken, wie er sich anstellt, die KI. Moment nicht so gut, ne? Keine Ahnung. Jetzt greift da irgendwie an. Ja, ja, ist okay. Macht ihr ruhig mal. Da kommt seine Reiterei. Wie gesagt, ich werde mich tunlichst hier raushalten. Jetzt greift er an. Jetzt können wir mal hier hingehen. So. Ich guck mal das Ganze von fern an und fege dann die Reste zusammen. So, da wird gemetzelt, das ist okay. Da wird geschossen, das ist weniger okay. Aber es sind ja nicht meine Truppen. Was ist das? Die Faulfliegen, die schlafen. Ich werde mich gleich, wenn ich mich sortiert habe, dann werde ich ihm langsam zuhelfen. Was kommt denn da an? Axtinfanterie. Warte mal, jetzt müssen wir uns doch so ein bisschen... Kommt der? Greift der an oder geht der wieder? Ne, der geht wieder. Ist okay. Ach, das sind ja gar nicht. Das sind ja die Feindtruppen. Ne, guck mal, das machen die ganz toll. Macht ihr ganz, ganz super. Ich hoffe, er wertet das als... Ja, 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 toll. Beruhigt sie. So können sie wieder in die Schlacht zurückkehren. Meine Krieger sammeln sich. Meine Krieger gehen jetzt erstmal hier in ganz locker in Deckung und gucken sich die ganze Sache mal an hier. So, die hat er ausgelöscht. Sehr schön. Wie gesagt, ich mache dann den Rest weg. Ach, das sind hier... Da wird er ein bisschen in die Flucht geschlagen. Naja, ist okay. So, machen wir mal das hier. Was? Kannst du dich mal artikulieren, bitte? So, ihr geht hier hin. Die Nörglinge sind Gruppe 2. Die gehen da hin. So, was haben wir da noch? Dann haben wir hier noch so eine... Warte mal, das ist unser Held. Das sind unsere Froschis. So, Froschis. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Brut des Nörgel, was ist das denn? Keine Ahnung, wie die Faulfliegen. Sind mal 4, die können mal hier in Deckung gehen. So.
Hier kommt natürlich irgendwas. Was ist denn das hier? Das ist die Geschossinfanterie. Die könnten wir mal mit den Fröschen angreifen. Ne? Komm, hier Froschis. Froschis, kommt, Attacke. Kommt Froschis und die Flieger, die können da mithelfen. Die Faulfliegen. Die Faulfliegen gehen auch mal auf die hier. Komm. Attacke. Komm, Froschis. Helft denen mal. Wir erfüllen mal unseren Zweck. Also, was heißt unser Zweck? Unseren Pakt. Ich nehme mal an, wir haben in irgendeiner Form einen Angriffspakt. Nicht Angriffspakt. Ihr wisst, was ich meine. So, hier. Attacke. Und die Faulfliegen. Die Faulfliegen, die... nee, die machen was anderes. Die gehen mal... Gehen mal lieber hier hin. Erstmal die Froschis. Attacke, ihr Froschis. Pam, pam. Hops zum, genau. Oh, da werden sie zwischen zwei Fronten aufgerieben. Böse. Froschis, hier Angriff. Los, hops dann. Blauz, genau. Uda, hops. Wer schießt denn da? Oh, die schießen auf. Keine Ahnung, auf was sie schießen. Hops, dann. So, Froschis, könnt ihr euch mal wegbewegen hier. Keine Ahnung, was das hier gibt. Kommt, Froschis, trennt euch mal von denen hier. Ja, vielleicht muss ich doch mal die Faulfliegen holen. Nicht meine Froschis angreifen. Sind meine Flieger. Da kommen sie. Summ, summ. Sind das Fernkampfeinheiten? Ich glaube, ja. Kannst du mal die Guschen halten? Ich frage mich immer noch, warum ich diesen Kampf gerade geführt habe. Oh, meine armen Frösche. Zieht euch mal zurück hier. So, Attacke. Das war's. Gefecht beenden. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Sind die alle tot? Größer Teil. Und das meiste hat Ragnar verloren. Das ist okay. Ragnar kann... Ich habe 4 Einheiten verloren. Das ist okay. Das war ein interessanter... vor allem habe ich gewonnen, ja. Gefangene ausbrühen. Einheiten verstärken... Was haben wir hier noch? Gesamte Gunst hier, nee. Machen wir das hier. So. Keine Ahnung, was das für ein komischer Zug war. Karakdu, was ist denn das da? Ist das sein Ernst? Ist das sein... Die greifen Karakdu an mit... Komm, der Mike hier. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gefangene Ausbrüteinfektion. So, darf ich jetzt? Merkwürdiges Ding. So, wir wollen weiter. Also ich schließe nicht aus, dass das hier, diese Kampagne, wie ihr schon selber sagtet, wahrscheinlich in die Hose geht. Wer ist denn das nun wieder? Neutraler Miskarmant, der ausgestoßene, verbanntetes Korn. So, das ist eine feindliche Armee. Eigentlich müssten wir ihn angreifen. Eigentlich. Aber ihr seht, ich weiß nicht, ob wir die Chance... Also er hat natürlich ein volles Blutmeter. Ich würde behaupten, da wir ja um diese Zitadelle kämpfen, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber ich versuche mal so viele Siege wie möglich einzufahren. Ich reibe jetzt nicht meine Armee, das bringt ja nichts, wenn ich mich an ihm aufreibe. Ich knipse mal ihn hier. Also das ist ja hier quasi die... Was hat denn er da?
Er hat Kavallerie. Oh, Kavallerie ist nicht gut. Bestien. Okay, aber ich habe hier knapper Sieg. Das dürfte eigentlich kein knapper Sieg, das müsste ein guter Sieg werden. Wir werden es sehen. Wir müssen ja das Blutmeter voll kriegen. Und wenn man so will, dass diese Kampagne ist so quasi meine Trainingskampagne. Nächstes Mal wird alles besser. Aber ich habe vor, das durchzupauken. Schlacht von Domäne des Blutgottes. So, das ist natürlich jetzt alles hier nicht so pralle, was ich hier habe. Ich muss jetzt erstmal meine Aufstellung machen, bitte, ja? So, wo ist er denn? Da ist natürlich ein Hügel. Auf den Hügel müssten wir eigentlich rauf. Und ihn dann da von oben... Also wir werden sicherlich nicht hier unten ankommen. Das Genialste wäre, wenn wir uns hier... Ach, da... Okay, nee. Wenn er natürlich hier ankommen würde und wir von hier oben runterschießen könnten. Aber das gucken wir dann mal. So, das sind hier also... So, das sind die hier. Das ist die 1. Dann haben wir hier die 2, sind unsere Nörglinge. Wo lassen wir denn die angreifen? Ich weiß halt nicht, wo er steht. Das ist halt im Moment noch unklar. Deswegen. So, die Nörglinge. Aber die können wir mal ein bisschen. So, die Nörglinge. Komm mal bitte hier rüber. Die müssen wir breiter aufstellen. So, dann haben wir noch unsere Kavallerie, wenn man so will. Eigentlich sind es ja Bestien, aber... das ist die 3. Die setzen wir mal hier hinter auf. Die würde ich gerne wieder so im Zangenangriff... Mal gucken, ob das funktioniert. So. Und dann haben wir unsere Zauberer und unsere Seuchendrohnen, die ja eigentlich fliegende Geschossbestien. Das ist quasi unsere einzige Fernkampfeinheit. Die stellen wir mal hier auf. Die kann ein bisschen Kundschaften gehen. Und das hier ist dann halt die 5. Nurgles, komm an. So, und dann würde ich mal sagen, gefällt starten. So, und wo ist er jetzt? Er ist nirgendwo. Cool. So. Dieses Gelände erlaubt dem Feind, sich verdeckt zu bewegen. Wir müssen achtsam sein. Ja, ich kann mich aber auch verdeckt bewegen. Ich kann ja mal hier kundschaften. Warte mal. Komm, wir gehen mal kundschaften. Erstmal auf den Hügel. Ich denke mal, auf dem Hügel sind wir erstmal gut aufgehoben. Aha, ja. Das hat er sich nämlich auch gedacht mit dem Hügel. So, warte mal. Jetzt sehen wir ihn, okay. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Stopp. So, jetzt lass mal gucken, was er hier ankommt. Er kommt hier an mit der Kavallerie. Wie sieht denn die Kavallerie aus? Darf ich mir das mal angucken, bitte? Komische Kavallerie, die sitzt auf... das sieht so eklig aus. Die sitzt auf Totenköpfen. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch Bestien. Kavallerie und Bestien. Also eigentlich hat er nur Kavallerie und Bestien. Ist das alles? Wo ist der Rest seiner Armee? Der hatte doch mehr, oder nicht? Und das ist ein Monster. Okay, alles cool. Also weniger cool, aber gut. So. Also ich werde die Nörglinge, die Bestien hier abfangen lassen, wohl oder übel. Was haben wir denn Gutes? Sind die frisch versteckt Schwertinfanterie? Na, wir haben eigentlich nichts gegen Kavallerie. Da können wir uns auf den Kopf... Da können wir uns auf den Kopf stellen. So, Kavallerie gegen Kavallerie, das ist halt die Frage. Oder wir gehen auf die Bestien los. Was sind die Bestien eigentlich? Die Bestien sind quasi nur die Pferde. Ist klar. So, wir machen das so. Wir gehen hier rein und stellen uns mehr oder weniger breit auf, damit wir die Kavallerie quasi abfangen können. Die stellen sich so auf.
damit die Reihe wenigstens geschlossen ist. Ja, so. Und die Pferdchen, die Froschis kommen mal wieder von hinten. So. Und die da, die machen ihr Ding. So, warte mal, lass mal kurz gucken. Ja, die gehen natürlich hier hin, so. Und wo sind unsere Fliegers? Da sind unsere Fliegers. Die Fliegers, die, da warte ich erstmal, wo es brenzlig wird. Die schießen dann halt. Die können dann halt hier so sich da aufstellen. So, go, würde ich sagen. Chakalaka. Sind die Froschis unterwegs? Ja, die Froschis sind unterwegs. Wir können natürlich hier schon mal. Infection is inevitable. Was ist inevitable? So, hier rotzt du bitte mal hin. Kann man das noch abbrechen? Achtung! Berittene Feinde greifen an. Achtet gut auf eure verletzlichen Einheiten. Ich versuche es. Berittene Einheiten greifen an. Ich sehe gar keine berittenen Einheiten. Das war natürlich blöd jetzt gerade. Dann macht er das nochmal. So. Jetzt. Wie sieht's hier aus? Noch sieht's gut aus. Komm, kotzt der Reiterei mal entgegen hier. Naja, es war jetzt nicht so effektiv, aber wir haben irgendwas gerissen. So, mal kurz Stopp machen. So, was ist denn dahinter? Oh, da sind Monster. Monster. Viele Monster. Böse Monster. Oh, was ist das für. Was sind das für Viecher? Ich will auch sowas haben. Okay. So. Die kommen hier rum und fallen denen vielleicht in den Rücken. Mal gucken. So, die Flieger, fürchte ich, die helfen mal. Die helfen mal. Die fliegen mal bitte hier rüber. Und dann darüber. Und ich würde sagen, go. Plague! Nach vorne, komm. Okay, jetzt wird's interessant. So, haben wir noch mal Kotze? Ja, wir haben noch mal Kotze. So, du dahin mal Kotze. Und was war das? Leere des Igelheim fügt Kämpfern Schaden zu. Okay, was war das hier? Warum geht das nicht? Nahkampfangriff. Achso, fügt Kämpfern Schaden zu, stark gegen Charakter. Komm, dann noch mal das Miasma hier rein. So, go. Ja. Es hat nicht geklappt, verdammt. Bam! Und die rennen voll in meine Nörgels rein. Attacke! So, jetzt müssen die ankommen hier. Komm, Attacke. So, go, go. Wo sind meine Hundis da? Was für eine Verzweiflung. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Eine verheerende Niederlage. Moment, ich muss kurz Stopp machen. Warum sind die denn jetzt hier angekommen? Die haben die komplett links liegen gelassen. So. Wobei, jetzt können wir so ein bisschen in ihren Rücken fallen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. So, jetzt matschen wir dazu. Die Nörglinge, die werden natürlich irrsinnig draufkriegen. So. So. Und so. Jetzt zermatschen wir sie wenigstens, hoffe ich denn, zwischen zwei Fronten. Hier, Miasma, komm rauf da.
schießen auch schön, das ist auch cool. Die bewegen sich leider sehr langsam. Meine Nörglinge werden langsam aufgerieben, aber das ist der Sinn der Sache. So, da kommen die Froschis. Was? Leere das Licht? Will ich jetzt gar nicht. Was ist das? Warte mal, was ist das hier? Der Schnecke. Ja, brauchen wir gerade nicht. Yes! Yes, yes. Ja, so, hier einmal draufkotzen, bitte. Ungefähr so, genau. So, da kommt die. Naja, im Moment haben wir sie schön zwischen zwei. Oh, nein, um den mache ich mir Sorgen. Könnt ihr mal bitte auf den hier gehen? Meine armen Nörglinge. Hier auf den da. Hier auf den. Was macht ihr hier? Ihr seid komplett nutzlos. Irgendwer flieht da. Keine Ahnung. Ne, da flieht keiner. Leider nicht. So, die hauen ab. Das ist okay. Die hauen auch ab. Das ist auch okay. Sind das meine? Was für eine Herde? Ja, die hauen auch ab. Okay. Noch sieht's okay aus. Alle relevanten Einheiten sind noch da. Ich glaube, einmal Nörglinge habe ich verloren. Bin mir nicht sicher. Die werden hier schön, der wird hier schön zusammengeknüppelt. Das ist okay. So, die sind auch weg. Das heißt, die hier können hier mit angreifen kommen. Die flüchten nicht. Keine Ahnung, was die machen. Angriff da. Da kommt noch mehr. In die Flanke. Gemetzel. Okay. Was für ein Geschnetzel. Schön ist es nicht. Die armen Nörglinge. Dieses Viech macht echt böse Aua, wie man gerade sieht, ja. Ist der böse Feind schon? Nee, der Oberanführer lebt noch. Komm, mach den Oberanführer weg. Der muss down. So, nochmal hier raufkotzen. Wer kriegt denn jetzt noch was ab hier? Eigentlich keiner. Dann lieber hier Lehrer des Nörgel. Hier auf die hier. Bisschen kotzen darf er auch. So, was machen meine Nörglinge? Dem Rest geht's gut, nur die Nörglinge. Na gut, die sind ja dafür da. Oh, der hier muss weg. Welch grauenhaftes Gemetzel. Hier, ihr beide auf ihn hier. Wo ist er? Wo ist der Boss? Da. Cast ihn weg. Ah, sieht alles noch gut aus. Auch wenn er hier alles frisst, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Jawohl, macht ihn weg. Der Boss muss down. Was macht ihr hier, außer dumm rumstehen? Ach, gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Dann habe ich aber böse was abgekriegt. Aber wir kämpfen natürlich bis zum Ende. Hey, der muss weg hier. Könnt ihr den mal... Der muss weg. Macht ihn tot. So. Sieg. Wenn auch kein schöner, muss man sagen. Jetzt müsste mein Blutmeter sich
gefüllt haben. Ich hatte mehr Verluste als er. Hatte auch dreimal so viel Einheiten. Schon peinlich. So, wir müssen dringend hier, nee, nicht Infektion, Einheiten verstärken. So, was sagt mein Blutmeter? Feind im Kampf getötet. Eddie, unser Feind von Fraktion Rebellen, ist in der Schlacht von... Das ist okay. Feind, das ist auch okay. Kribbelwahn, Spritzschimmel. Was hat der Kribbelwahn? Alles klar, sehr gut. Seuchenvater, Führerschaft. Okay. So, lass mal kurz gucken. Wie sieht's denn aus? Ja, es füllt sich, aber es füllt sich nicht genug. Und vor allem verlieren wir Einheiten. 19 von 20. Was heißt, wir verlieren Einheiten? Ja, sie werden schwächer halt. Was ist denn das hier? Die ist zu groß, die Armee. Haben wir nicht noch eine kleine Armee, mit der wir uns anlegen können? Ja, die sieht nicht mehr ganz, die sieht nicht ganz so groß aus. Perfekt. Experiment. So, komm mal hier rüber, mein Freund. Ich komm mal hier durch, ja? Nicht irritieren lassen. Ich will da durch. Okay, kann ich gerade nicht. Wer ist das Kugels Seuchenvater? Was haben wir denn mit dem? Den haben wir ja zum Caster gemacht, ne? Und da haben wir gesagt, ekelerregende Heimsuchen, die machen wir natürlich stärker. Dann haben wir noch einen Punkt. Mal kurz gucken, was wir damit noch machen können. Ausweichen. Seuchenschild, was habe ich denn da gemacht? Ah, Nahkampfabwehr für Nörglinge. Nörglingsflut, das ist natürlich auch gut. Ich guck mal ganz kurz, ob es hier noch irgendwas gibt, was noch sinnvoll wäre. Grinsende Granatenmunition plus 15%. Jetzt habe ich nur... Ja, das bringt nichts. Minus 25 für Nörglinge. Ich will ihn ja, wie gesagt, voll auf die Nörglinge gehen lassen. Regeneration für Nörglinge. Komm, der kriegt hier voll die Nörglinge. Ja. So, was haben wir noch? Achso, das ist der zweite Caster in der Armee. Was kann man mit dem noch machen? Sänftetes Nörgel. Reittier sänftetes Nörgel. Vielleicht ist er dann etwas schneller. Machen wir mal. So. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch was bauen. In der versunkenen Kanalisation. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen hier. Das ist der Hafen des Überflusses. Hier sieht es erstmal ganz okay aus. Da, das müssten wir noch einnehmen, die Werft, aber... Moment mal, wo ist ein Kasakdum? Da sieht es okay aus. Das sieht auch erstmal okay aus. Das können wir erstmal so lassen. Müssen wir erstmal so lassen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Da, das müssten wir noch einnehmen. Da ist Mr. Spritzschimmel. Mr. Spritzschimmel geht mal hier rein. Erholt sich und rekrutiert auch noch ein paar Leute. Und zwar hat er ja hauptsächlich rekrutiert hier solchen drohendes Nörgel. Das wären fliegende Bestien. Was kann man denn hier noch so... Wir können hier nur Nörglinge. Warum können wir hier nur Nörglinge? Weil ich eigentlich etwas ausbauen muss. Was kann man denn bauen? Versunkene Kanalisation. Ja, die ist ja... Ich gucke gerade, die ist... kann man da was bauen? Nee. Warum kann man hier nichts bauen? Da könnten wir... Nee, können wir auch nicht. Okay, was brauchen wir denn da? Grundlegendes Militär. Verteidigung, was haben wir denn da? Nörgel, Korruption plus 1 Chance. Verbreitung der Seuche, Entfernung einer reichenden Chaos war eine Eigenschaft 50%.
Infrastruktur. Könnte man natürlich das hier noch. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen Militär. Haben wir so viel Geld? Ja, locker. Generiert das Einkommen 30. So, baut er. Sehr schön. Haben wir hier im Hafen noch was zu bauen? Nein, die sind eigentlich voll ausgebaut, soweit das uns erstmal betrifft. Wie sieht es hier aus? Die sind auch erstmal voll ausgebaut. Nee, sind sie gar nicht, oder? Nee, sind sie nicht. So, Moment mal, das ist... Ja, genau. Da könnte man noch ein bisschen Infrastruktur gebrauchen. Überlege gerade. Hier. Vollenes Garten. Was kostet der Spaß? 10.000. Zack. Und das auch, damit wir mal Einheiten bauen können hier. Geht ja so ehrlich gesagt nicht. So. Jetzt haben wir alles ausgebaut, haben auch kein Geld mehr. Was ist das hier? Achso, das ist eine Seuche. Wie viel... Na, 390, da könnten wir ehrlich gesagt eine Seuche ansetzen. Wobei, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Egal, jetzt geht's weiter. Wie es weitergeht, liebe Zocker und YouTuber, seht ihr beim nächsten Mal. Und ob wir das hier annehmen, seht ihr auch beim nächsten Mal. Bis dann, denn euer Mr. Fleck, planlos aus Warhammer 3.